Ich muss ganz kurz sagen, vielen lieben Dank für den Kuchen, den ihr gebacken habt. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Doreen Steinert war bei uns im Studio und die Begeisterung liegt auf beiden Seiten. Ganz ehrlich, muss ich mal sagen, ich habe jetzt ungefähr an die 3 Millionen Interviews gegeben in den letzten 3 Wochen und ihr stellt auf jeden Fall die schlauesten Fragen. Mit 10.000 kleine Pflaster meldet sich die sympathische Doreen zurück und bringt Emotionen auf die Bühne. 10.000 kleine Pflaster. Ich habe für das, für diesen Song und auch für das Thema einfach ein schönes Bild gesucht, als ich angefangen habe, den Song zu schreiben und war bei 1.000 Pflastern. Und dann dachte ich einfach, das reicht nicht. Es reicht einfach nicht. 1.000 Pflaster hätten dieses Herz einfach nicht flicken können. Es hat 10.000 gebraucht. So. Und ja, durch das Bild eigentlich. Wie gut kann man darstellen, wie beschissen einem das ging? Mein gebrochenes Herz ist offen, seine Kanten sind noch scharf. Der Mensch lernt aus seinen Erfahrungen. Und jeder geht anders mit ihnen um. Ja, es geht um die Trennung von Sido. Aber es handelt sich noch lange nicht um eine Abrechnung, wie die Medien gerne behaupten. Also das finde ich ganz freundlich, dass man mich auch mal fragt, ob ich hier überall möchte, dass da abgerechnet draufsteht. Nee, das ist gar keine Abrechnung. Das ist ein Resümee des Ganzen. Ich habe ja, wie man mitbekommen hat, direkt nach der Trennung mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil ich das eben nicht wollte. Ich wollte dazu gar nichts sagen. Und jetzt, wo es mir wieder gut geht, wo ich darüber reden kann, wo ich happy bin, da kann ich sagen, okay, das war so und so und ich habe mich einfach, da ging es mir ganz schön kacke, kann man ja so sagen. Jetzt bin ich glücklich, ich bin vergeben, ich bin verlobt, ich bin happy des Grauens und kann jetzt sagen, das war das und jetzt ist das und ja, deswegen ist das ist ganz weit entfernt von einer Abrechnung. Ich wünsche den beiden ja alles Gute. Ist ja nur Liebe im Raum. Hab losgelassen, verzeiht ihr. Der Song ist für Doreen eine Herzensangelegenheit. Nicht genug, dass viele ihrer Kollegen Remixe für die EP beigesteuert haben. Im Zuge der Single-Veröffentlichung möchte sie auch noch einen guten Zweck unterstützen. Die Idee gab es schon vorher, dass wir das Herz bepflastern lassen wollen von vielen Leuten, von Prominenten und es richtig, richtig wertvoll dadurch auch machen, dass es kunstvoll gestaltet werden sollte, auch dass es in der Galerie ist und ich wollte es auch spenden. Ich wollte das Herz versteigern, auch spenden und dann hat mein bester Freund ein Buch geschrieben, dieses bescheuerte Herz und darin hat er die kleinen Abenteuer von ihm und Daniel Meyer erzählt. Der ist so sein Bruder geworden. Der Daniel Meyer, der lebt in einem Kinderhospiz und der wird nicht mehr ewig sein und hat halt mit ihm so die Abenteuer so erlebt, hat es aufgeschrieben. Da dachte ich, okay, der ist unheilbar herzkrank, 10.000 kleine Pflaster. Und dann dachte ich, okay, das ist ein Zeichen. Das ist ein gutes Ding, wir spenden das dahin. Hab nie aufgehört zu hoffen, dass ich Liebe leben darf. Über 10 Jahre ist Doreen Steinert nun schon im Geschäft und hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Es ist dieses Jahr Zeit für ein neues Album, welches den passenden Titel Alles neu hat. Wenn es ein Menü wäre, was würde es wohl sein? Ist ein bunter Teller, aber deutsche Küche, so würde ich schon sagen, mit aber Offenheit für, kann ich nicht beschreiben, das ist auf jeden Fall, das sind alle diese ganzen, das ist Königsberger Klopse. Ich lege mich fest auf Königsberger Klopse. Zum Schluss durften wir auch noch ein Teil des Pflasterherzens werden. Wir fühlen uns sehr geehrt und hoffen, für die Aktion kommt jede Menge Geld zusammen. Und Dori, komm schnell wieder vorbei. Wir machen auch gluten- und laktosefreien Kuchen für dich. Aber abschließend darfst du noch einen Gruß dalassen. Ich grüße hiermit meine alte Musiklehrerin. Hallo, ich bin Doreen Steinert und ihr guckt Bubblegum TV.